Hallo und herzlich willkommen bei Vergilio. Liebt ihr auch so sehr Pilze wie ich, besonders jetzt zur Zeit Pfifferlinge? Heute mache ich mit euch ein super leckeres Pilzragout. Die meiste Arbeit macht das Putzen der Pilze. Ich habe hier so eine Pilzbürste, damit bürste ich die Champignons ab und schneide unten so ein bisschen was von dem Strunk ab. Das ist ja auch weniger Arbeit. Mit den Pfifferlingen ist das schon ein bisschen aufwendiger, weil sich da ja doch relativ viel Sand festsetzt in diese kleinen Lamellen. Und ja, man kann die ja auch mittlerweile fertig geputzt kaufen, aber da bin ich pingelig und ich würde wahrscheinlich nochmal nacharbeiten. Ihr könnt auch so einen herkömmlichen Pinsel nehmen, wenn ihr sowas im Haus habt, nur sollte der nicht zu hart sein, damit ihr den Pilz nicht verletzt. Ja, nun sind die Pilze alle geputzt, dann habe ich hier noch eine große Zwiebel und zwei Knoblauchzehen, die schneide ich gerade klein. Und dann werden die Zwiebeln und die Knoblauchzehen in der Pfanne angebraten. Das Rezept geht wirklich ganz einfach. Die meiste Arbeit macht das Putzen der Pilze. Ja, einen Augenblick anbraten lassen und dann können wir die ganzen Pilze dazugeben und die auch richtig schön scharf anbraten bei voller Hitze. Immer mal umrühren, damit die nicht verbrennen. Und wenn die so ein bisschen angeröstet sind und so ein bisschen Röstaromen entwickelt haben, nehme ich hier so ein bisschen Gemüsebrühpulver, streue das drüber. Brate das nochmal ganz kurz mit an und dann gebe ich hier so ein Päckchen Sojasahne. Ich habe jetzt hier die Soja-Cuisine mit drüber und das Päckchen nehme ich dann nochmal und spüle das nochmal aus, sodass noch ein bisschen Wasser, so 50 Milliliter ungefähr, mit hinzukommt. Das Ganze müssen wir jetzt ein bisschen einkochen lassen und dann wird das gewürzt mit Salz und Pfeffer. Und dann habe ich noch so eine tiefgefrorene Kräutermischung. Die habe ich noch mit untergegeben. Hier so eine Sechskräutermischung. Da könnt ihr aber auch Petersilie nehmen oder Kräuter eurer Wahl. Und dann ist das auch schon fertig. Ich hatte noch einen Rest Reis im Kühlschrank, deswegen gab es dazu Reis bei mir und Rettichsalat. Schmeckt super lecker. Vielleicht wollt ihr das ja mal nachmachen. Gebt mir bitte einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!